Jo, mein Leute. Ja, ist ja lang mal wieder ein Video, wa? Ja, ich möchte euch einfach mal ein bisschen Input geben, wo man mich zurzeit findet, was gerade los ist, ne? Das Wichtigste vorneweg, wo findet man mich im Moment? Auf Twitch. Ne, kann ich euch hier nochmal einblenden in der Nachbearbeitung? Hab ja genug Platz auf diesem Bildschirm und auch in der Beschreibung. Ich pinne euch das auch nochmal an in einem Kommentar. Ich werde hier unter Video nochmal kommentieren mit vielleicht einem anderen Gedanken, der mir erst später einfällt, wenn das Video schon hochgeladen ist. Ich livestreame im Moment lieber, als ich Videos aufnehme. Und das wird auch eine ziemlich lange Zeit so bleiben. Deswegen, wenn ihr von mir Content sucht, habt eher Twitch im Auge oder auch Discord. Das ist einfach in Discord, da wird halt jedes Mal auch einmal kurz gepingt, wenn ich live bin, ne? Verpasst man nichts mehr. Was habe ich denn jetzt eigentlich mit meinem YouTube-Channel vor? Also ich habe es hier gerade offen, ne? Also wenn man guckt, vor 3 Wochen habe ich mal ein bisschen gestreamt, Valorant, dann vor einem Monat Minecraft und Rhythm Doctor. Wenn ich jetzt mal so auf meine Videos gucke. Ja, da war sowieso nicht mehr viel, ne? Und wenn ich dann jetzt mal auf Twitch rübergehe, wenn ihr da mal guckt, Videos. Vorgestern, vor 3 Tagen, vor 7 Tagen, vor 8 Tagen, 2 Streams sogar. Hier ist im Moment relativ viel los, ne? Das Ding ist, ich werde dann, upsie, mit Dinkelberg draußen zu arbeiten, ist auch schwer. Ich werde in Zukunft irgendwann anfangen, Clips oder irgendwelche Gameplays dann rauszuschneiden aus den Streams, die ich halt gestreamt habe auf Twitch. Das ist immer so der Plan, aber das Ding ist halt, auf YouTube habe ich gemerkt, mit meinen Videos auch die Spiele, die normalerweise relativ gut besucht waren, die werden immer weniger besucht als mögliche. Das ist. Da bin ich nicht alleine. Es geht sehr vielen kleinen YouTubern so, dass sie vor allem im Gaming-Bereich immer weniger Resonanz finden. Da habe ich mir, nee. Da bin ich lieber auf Twitch live, wo ich auch schon meine Perks habe, sage ich mal, als Affiliate, wo ich auch eigene Emotes hochladen kann, alles Mögliche. Und joa, das macht mir einfach auch mehr Spaß, live zu streamen im Moment, ne? Was ich mit meinem YouTube-Kanal vorhabe, ja, wie gesagt, irgendwann in Zukunft werde ich dann anfangen, hier Clips hochzuladen, so, ich sag mal so, wenn mehr Leute da wären und klippen würden, alles Mögliche, was passiert, dann hätte ich das wahrscheinlich schon früher gemacht, aber im Moment ist halt auf Twitch auch relativ wenig los. Zu einem wegen den Spielen, die ich spiele, ne? Wenn ich so überlege, Pokémon, Minecraft, Valorant, da gibt es viele andere, beziehungsweise die schauen nicht sehr viele und dann auch noch die Uhrzeiten. Also ich bin im Moment aufgrund meiner Depris, die ich ja immer noch habe, eher am späten Nachmittag oder abends live. Wenn ich einmal vormittags live bin, dann merke ich auch direkt, das sind 2, 3 Zuschauer mehr, was ja meine Reichweite halt schon merklich ist, ne? Da muss ich ja halt noch gucken, dass ich da einen Weg finde. Aber naja. Ich bin ja nicht hier, um zu meckern. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, ne? Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich auf Twitch. Ne, ich werde meinen Kanal auf YouTube nicht aufgeben. Wie gesagt, da wird in Zukunft wieder was kommen. Ab und zu kann ich mir auch vorstellen, dass ich auf YouTube streame. Das Ding ist einfach, aufgrund meines Affiliate-Vertrages darf ich nicht gleichzeitig auf Twitch und YouTube streamen. Und wenn ich was auf YouTube hochladen möchte, 1:1 von Twitch übernehmen möchte, dann muss es 2 Tage hin sein. Ne? Also ich muss. Zum Beispiel Montag streame ich, da muss ich bis Mittwoch warten. Und dann darf ich um die Uhrzeit, wo der Stream aufgehört hat, am Mittwoch dann den Stream auf YouTube hochladen. Habe ich eine Zeit lang gemacht, war auf YouTube auch nicht so gut. Also haben sich nicht viele angeschaut, weil die haben dann einfach nur gesehen, so 2 Stunden, 3 Stunden, schaue ich mir nicht an.
Naja, man sieht es ja zum Beispiel. Ja, Hardcore Minecraft, 9 Aufrufe. Ich glaube, im Stream insgesamt hatten wir 40, 50 Aufrufe. Auf meiner Seite, auf Johnnys dann auch 20, 30. Na, und da lernt man halt auch, dass es nicht gesehen werden möchte. Ja, auf Twitch, was erwartet euch im Moment? Speedruns bei Pokémon. Also ist nicht die gesamte Geschichte, sondern Dynamax Adventures. Da habe ich gesehen, da gibt es eine Speedrun-Kategorie. Dafür muss man das auf Englisch spielen. Ich habe einen englischen Spielstand. War dann kein Problem. Da habe ich, glaube ich, 6 Minuten noch was geschafft. Das müsste ich noch einreichen. Mache ich gleich auch noch. Ich bin gleich sowieso dieses Video noch ein bisschen am Schneiden. Und joa. Das kommt. Minecraft kommt. Valorant zwischendurch. Andere Spiele, wenn ich mal mit anderen zusammen zocke. So mit Peggy, Matthias. Hillsword wird es auch zu 95% nicht mehr geben. Ab und zu denke ich so, vielleicht den neuen Charakter einmal streamen oder so. Aber das könnte ich mir so als Highlight vorstellen, wenn wir dann auf Twitch mein neues Sub-Ziel erreicht haben für längere Zeit, ne? Dass wir da mehr Emotes haben und kann ich sagen, so als Dankeschön bekommen, streame ich mal den neuen Charakter, damit ihr auch mal ein bisschen Hellsoftware habt, ne? Also meine Bitte an euch, haut ein Follow bei Twitch raus, wenn ihr noch Interesse an meinem Content habt. Ihr könnt auch den Discord joinen, Links sind in der Beschreibung, zwischendurch eingeblendet, glaube ich auch. Haut einen Sub raus, wenn ihr könnt, freut mich auf jeden Fall, aber die Follows sind halt auch sau wichtig und das ist ja auch vorbeischauen, ne? Ich weiß, es ist blöd, wenn ich nur abends streame. Ich versuche, wenn es mir zwischendurch besser geht, auch mittags oder am frühen Nachmittag zu streamen. Ich bin jetzt am relativ frühen Nachmittag hier am Aufnehmen, weil mir das wichtig ist. Habe ich halt sehr lange vor mich hingeschoben. Ich glaube jetzt schon 2-3 Monate dieses Video. Gut. Na dann, ich bin später noch auf Twitch live. Ne? Falls ihr heute das Video direkt schaut, wenn es rauskommt. Wir sehen uns dann da. Wenn nicht, hoffentlich schaut ihr mal vorbei oder wir sehen uns in der Laberecke auf Discord, ne? Macht's gut, Leute.